Кинем его туда. Da unten warte ich mal eine fette Echse. Feuer. Hier ist so ein Ritter. Aber ich bin schneller mit meiner Keule. Oh. Nice. Bastardschwert. Dann macht er nochmal einen Sprung, hat er gesagt. Bastardschwert. So, schauen wir mal an. Deutsch, bla bla bla. Das hier. Ne, 20 Stärke. Mal schauen, ist okay. Bisschen mehr als der Scheitkolben, aber halt Stärke fehlt mir dafür. Hier geht's runter. Mal hier. Verschlossen. Was ist mit dem hier? Ist ja okay. Nö. Mal hier schauen, da drüben ist was. Kommt darüber irgendwie? Ja, natürlich. Ne, so einfach nicht. Seele eines verlorenen Untoten. Die könnte ich mir eigentlich mal alle mal reinhauen. Wäre nicht verkehrt, eigentlich. Okay. Erstmal gehen wir hier in diesen Nebel. Kommt schon die ersten Gegner. Der hier ist gestorben. Gucken, ob es so weitergeht. Dann geh erstmal hier hoch. Okay, damit hat er nicht gerechnet. Der scheinbar auch nicht. Nachricht, Zehrfeind voraus und dann Vision von Tod. Hm. Oh. Wow. Oh. Dass sie so langsam angreift, das ist wirklich. Man denkt, die Schlangen müssen schneller zu, oder dabei holt er erstmal so langsam da seine Schläge raus. Und nebenbei macht er noch so ein Ding. Okay. Messer. Das ist gut. Hier fallen mir die Wurfmesser. Okay, der eine ist wieder abgehauen. Ich werde mal ganz kurz hier hochgehen auf der Leiter. Hm, der kann verdammt gut einhändig Liegestütze machen. Dafür, dass er tot ist. Okay. Der sieht aus, als wenn er schwebt erstens mal. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Der mir nach? Nö. Der hat doch irgendeinen Trick bestimmt. Oh ne, der haut ab. Okay. Das war sein Trick. Okay. Das hätte auch schief gehen können. Hey. Ach, die waren ja da. Warte mal. Nicht nett. Ah, wie die Speerträger aus dem ersten, okay. Aber die können nicht. Okay, nice. Ja. Oh. Sag mal. Muss man echt aufpassen, die Gegner stehen ja so doof manchmal.
Nice Trick. Cool. Ja, nicht schlecht mit ein bisschen extra Heilung. Aber ehrlich gesagt hätte ich lieber einen Anfangscharakter mit ein bisschen mehr Ausdauer und alles sowas. Aber nicht. Heilung ist immer eine Heilung. Ist nie verkehrt. Okay. Gehen wir mal da runter. Ja. Wusste doch, ich riech was. Grüne Blüte. So, Vorsicht vor Falle, aber Schatz voraus. Meint er jetzt hier lang? Oder steht so ein Dicker? Was ist mit dem? Hello there. Traveling all alone in these treacherous times. Ja, im Moment schon. Well, I hope you have a very good reason. Hm. Oh, hogwash. Who am I to judge? My name is Pate. I journey hither and thither on a sort of treasure hunt, you might call it. Be careful out there. There's talk of unsavory bandits who prey upon travelers like yourself. Okay. Kann ich mir noch was Wichtiges sagen? Oh yes. There's treasure in there for certain, but the entrance locks from behind. Hmm. I was with this warrior, you see, and he and the rather brusque fellow tried to swipe the loot for him. I still have the gent's ring. Ring? Okay, also wenn ich jetzt hier reingehe, dann verschließe ich die Tore hinter mir. Könnte man mal kurz breithalten, so was hier zum Beispiel. Oh, der denn, ja. Zwei müssen wir. Tür ist zu. Oh, der hat noch eine andere Waffe mit. Nicht schlecht. Oh, Schwede. Ja, die Kontern sollte ich wirklich sein lassen. Das klappt in den wenigsten Fällen. Trägt beim ersten schon nicht so oft gemacht, das Kontern. Versucht Köder. Ein bisschen baiten, meint er damit. Frage ist, was beten? Hinterhalt voraus, links. Okay. Na, komm mal raus hier. Oh. Boah, Alter Schwede. Haben sie mir jedem, aber. Ich schalte ihn eh erstmal auf den Wurfmesser. Oh, nee, so nicht. Okay, nehme ich den erstmal. Der ist zum Glück langsam, das ist gut. Den Soldaten stoppen. Nein, aber nicht. Bin ich weg. Später. Blockt er den auch noch? So ein Drecksack. Mal weg den Schild da. Sehr nice. Höhlensoldaten-Gamaschen. Okay. Ich werde ihn nachher mal ausprobieren. Hat hier noch jemand gedroppt? Nö. Aromaschlick. Mhm. Noch mehr. Okay, das sind nicht wenig.
jetzt mal dagegen geschlagen. Der Teufel kann ja blocken und gleichzeitig schlagen. Das ist ein bisschen ekelhaft. Okay. Das ist ein bisschen eklig, wirklich. Oh, au. Den habe ich ganz vergessen. Wirklich? Nee, jetzt nicht mehr. Bäm, Spasti. Okay, der hat kein Schild. Oder doch hat er. Aber hat ihn nicht mehr rechtzeitig zur Stelle. Das ist gut. Gute Arbeit. Oh, danke. Sag mal das hier. Abkürzung voraus. Sehr gut. Ach ja, hier kann ich mich dran erinnern. Unmöglich. Ja. Zerschlagen? Nee. Kann ich hier rüberspringen? Sagt mir nicht. Nicht hier. Du bist trotzdem. Na, ja, und hier habe ich gehabt. Okay. War ich denn nicht schon mal? Ach ja, ich glaube, ich weiß, wo das ich hier bin. Ach ja, natürlich. Ich bin über diesen Torbogen. Okay, nice. Ah, der hat gesagt, da ist irgendwie ein Ring. Oder was? Well, I see you. I hope that brave warrior didn't come a cropper. Be careful out there. Wie komme ich jetzt hier hoch zu dem? Wahrscheinlich hier lang. Oh, was für ein Dicker. Ich glaube, der könnte ein bisschen eklig zu besiegen sein. Was ist denn hier? Okay. Drei Ballisten. Ich guck mir mal den Blutfleck an. Okay. Der hat scheinbar überhaupt keinen Plan, was er machen soll. Dachte ich mir noch. Okay, der geht schon kaputt. Und ich auch. Scheiße, so viele, meine Fresse. Ist ja ungewohnt, dass die Waffe hier so schnell kaputt geht, oder war die schon in so schlechten Zustand, wo ich angefangen habe? Okay. Dann gehen wir mal zurück. Also, er sagt, da wo wir gestorben sind. Das war hier lang? Ne. Ah, meine Fresse. Ich sollte mal eine andere Waffe nehmen. Weil das wirklich doof ist, wenn ich mir jetzt kaputt mache. Ach, alter Schwede, ey. Nicht sterben hier. Das wäre uncool. Ach komm, muss weg. Nein! Okay. 2000 Seelen für den Arsch. Ja, so ist das. Uncool. Ich werde mal zurück zur Majula gehen und mir da mal die Seelen, die Cover irgendwie reindrücken. Ansonsten baut ja sonst nicht die Seelen so in Metall. Haha. Nutzen. Alle fünf.